Eigentlich ist es wunderschön, wieder zu Hause sein in Potsdam, war. Es ist ruhiger. Ja, total. Aber wunderschöne Sicht. Wir haben auch total Glück Eine mal da. wunderbare Sicht. Ja, vor allen Dingen auf eine kosmische Konstellation, die wir gerade haben. Du hast den Okay. Jupiter, du hast den Pluto und den Saturn in einer Reihe, direkt neben dem Und Fortuna-Partei. wo ist der Also ganz hell siehst du den Jupiter, den Pluto, den siehst du fast gar nicht. Und den Nee. Saturn siehst du wie ein Stückchen. Aber in einer Reihe. Pluto ist ja kein Saturn, ist kein Planet mehr. Die Nee, haben Pluto sie ist kein Saturn. ja leider rausgenommen. Aber die sind in einer Reihe. Die Das sind ist in einer toll. Reihe. Genau über diesem Du, die kannst Fluss. in Fingerlänge, sind die alle nebeneinander gereiht. Schön, Wunderbar. der ist helle. Ja, der Jupiter Saturn. ist Ja, morgen. ja. Ist groß. Er stürzt direkt ins Merkur. Schön. Prost. Prost! Und ansonsten, kennst du noch deinen Szenennamen in der Trinkhalle in Hamburg-Harburg? Ja, das war Moneten-Uschi? Moneten-Uschi. Du hattest aber auch einen Trinkennamen. Ja, Wie ist das? Moneten-Dieter. Trinkhalle. Trinkhalle in Hamburg-Harburg, ja, Genau. wo wir wegen Kunstsachen waren Ja. und wo wir eigentlich was planen. Jetzt im September, Oktober, ja. Aber Hamburg ist auch, das ist eine Weltstadt. Es ist ein wahnsinnig wunderbarer Da, Hafen. Also das ist so. aber da ist auch, die sind mittendrin, Hamburg-Harburg ist ja Ja. mittendrin in dieser kulturellen Das, nein, nein, Trockenwohnen. nein, das Kulturelles. hieß kulturelles Trockenwohnen. Ja, Ja, so nennen die. genau, so nennen die das. Aber ich finde auch die. Also kulturelles Trockenwohnen heißt ja im Endeffekt, Ja. die Kultur, die Kunst geht rein in ein leerstehendes Gebäude, in eine leerstehende Fabrik, macht weg Begehrlichkeiten für Immobilienleute, für andere und dann die legen das trocken, die bewohnen das, die Genau, und geben das dann einen kann Namen das und dann natürlich wieder teuer verkauft wunderbar werden. bebaut werden. Sowas mittendrin, wo wir mittendrin im Rechenzentrum sind. Wir Ja, haben das das ist genau das Gleiche kulturell trocken natürlich. gewohnt und jetzt kommen da Vereine, Institutionen und sonst was rein und besetzen Aber das und dann ist das. es wird erstmal zu dem Platz gemacht, der es dann eigentlich ist. Bekommt eine Durch die Marke, Kultur, bekommt eine Marke. durch die Immer, Kunst. immer. Aber es ist ein schöner Begriff. Kulturelle Ab Trockenwohnung. Wohnen. Nein, Kulturelles Trockenwohnen. Trockenwohnen. Aber Das es ist ist. wunderbar. Aber auch die Menschen da sind, Ja. die wir kennengelernt haben, die waren auch. Es ist herrlich, herrlich weltoffen. Ja, Absolut das ist ein ganz, multikulturell. ganz anderes Klima. Ja, total. Jetzt sitzen Potsdam, wir was haben wir hier. denn Jetzt noch? sitzen wir hier Jetzt und sitzen hier ist ja auch noch was zu wir tun. hier im Doch. stillen Potsdam. Aber was haben wir denn noch diesen Monat? Wir haben Kunstraum Potsdam, Schiffbaugasse. Schiffbauergasse. Lotto-Fotopreis 2020. Das Ist aktuell genau. gerade, wo man hingehen kann, wo man die Preisträger Und des das ist jetzt. Lotto-Fotopreises 2020 betrachten kann. Ich glaube, drei Gruppen Wieso sind das. Lotto? Was hat Lotto dann Na, mit Lotto Kunst? Brandenburg finanziert oder gibt den Preis, ich glaube, es sind 10.000 Euro jedes Jahr raus Okay. für Fotografen. Man kann sich bewerben und dann haben irgendwie eine Fotografengruppe, zwei Männer haben Die haben gewonnen sie und eingeladen zwei da. Frauen. Und Ich die habe. sind da gerade aktuell Okay. ausgestellt. 10.000 Euro, jeder kriegt 3.000 Euro noch was, Na, ist doch 3.300. schön, wenn man ausstellt, dass man Genau, dann auch noch ein auch Geld bekommt. Ein Geld kleines bekommt. Genau. Salär, wie man so schön Ja, sagt. ja. Salär. Und Und das ist jetzt wie lange noch? ich glaube, es ist Ende des Monats. Also Okay. man kann Also man jetzt hat noch direkt Zeit. Es sind noch 2 Wochen. auf jeden Fall, die man noch hat. Genau. Okay, müssen wir hin. Was Genau. ist noch mehr? Naja, was hast du denn? Du hast Marlene V. ist ausgestellt, die hat gewonnen, die hat diese Ausstellung gemacht mit den Arbeitsstätten, mit den Porträts. Dann diese Warte, zwei. Marlene V, das ist, ja, sie hat, also, ihre Ausstellung heißt Sorge beleidigt oder sowas. Ihr Thema? Sind drei Themen. Sorgearbeit oder so. Sorgearbeit, Arbeit, genau. genau. Und das sind doch wirklich interessante Porträts. Ja, genau. Sehr nah dran. Dann hast du sozusagen die Claudia Neuhaus noch mit ausgestellt und halt hier Hahn Hahn, und ja, Haberauck. genau. Dieses Fotografenduo, die sind ja seit 2020, sind die ja ein Duo, ein Fotografen. 2010. Die 2010, sind seit zehn schon Jahren. wirklich Seit zehn lange Jahren. unterwegs. Und die machen wahnsinnig viele, wunderschöne Fotos. Die haben auch sehr viele Preise schon abgeräumt. Ich glaube, die haben sich echt gut spezialisiert darauf. Ich glaube, der Harbo ist ja ursprünglich Designer gewesen, der auch seit Jahren jetzt fotografiert. Na, das sieht man auch in seinen Fotos, natürlich. Wunderschöne Sachen. Und Ja. die haben sich beschäftigt mit einem ganz interessanten Thema. Im Endeffekt kurz vor, ja, vor dem Untergang. Wie bereiten sich Menschen auf den Untergang? Du hast Now Bunkerfoto. preparing for the Richtig, richtig. worst. Da sind natürlich wahnsinnig viele Ideen entstanden. Ja, Ne? ja, ja. Wie bereitet man sich wirklich vor und wie Genau. kann man sich schützen? Und Schöne das ist Fotoausstellung. interessant. Sehr schöne Das müssen wir Fotoausstellung, wo auf man. jeden Fall Genau, dann hast du halt sehen. als zweites, wo es noch sich lohnt, unbedingt hinzugehen,
wo ich die Person sehr mag, ist Galerie Kunstkontra in der Bettini-Straße. Galerie Semsdorf auch genannt, also Kunstkontra kriegt man gut. Gisela Neuenhahn ist ja 77 Jahre alt geworden. Ich kenne sie persönlich nicht, aber ich habe ihre Werke gesehen. Ich durfte sie persönlich kennenlernen und zwar in dieser Havelmaler-Ausstellung. Zeitgenössischer Havelmaler hat der Olaf Thiele so eine Gruppe gebildet, sozusagen, wo... Sie war dabei? Also sie war immer mit dabei, seit Jahren. Genau, okay. Sie war seit Jahren immer mit dabei. Und sie machten eine Werksausstellung, eine Personalausstellung. Und zwar mit dem Thema, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, so heißt diese Ausstellung. Das ist so ein Sprichwort, he? Sie bezieht es auch darauf, dass sie 77 Jahre alt ist. Mhm. Hat leider Krebs, hat sozusagen auch, ja, beschäftigt sich halt damit, dass sie ihm sagt, das Leben ist nicht unendlich. Das heißt, es ist endlich und sie hat beschlossen, weil sie keine Erben hat, keine Kinder, kein Nachkommen, dass sie ihre Werksausstellung präsentiert und vor allen Dingen ihre Werke zu Preisen verkauft, die für jeden erschwinglich sind. Das heißt, sie sagt, also sie möchte einfach auch, dass jeder das auch... Sie hat ganz direkt gesagt, was habe ich davon, wenn ich tot bin und meine Sachen einfach von einer Beräumung einfach zusammengeräumt werden und weggebracht werden oder einfach verlustig gehen. Sie hat gesagt, lieber sie jetzt möchte ausstellen. Sie möchte ihre Kunst einfach verstreuen und überall auch präsentieren. Und wissen, dass sie gute Liebhaber findet. Und das ist auf jeden Fall eine sehr wundervolle Ausstellung, weil sie ist eine Impressionistin und sie hat da ihre ganzen gesammelten Aktwerke sind da, also Öl also auf Holz, ist, Öl mal, auf Leinwand. Övre hat sie jetzt ausgestellt. Richtig. Öl auf Leinwand, Öl auf Hartwasserplatten. Mhm. Dann hat sie da sehr viel wunderbare Ballerinas, hat sie sehr viel gemalt, okay. Aber auch wunderbare Landschaften. Also impressionistische Stimmungslandschaften. Sie ist Malerin. Träumerin. Ja. Ja, sie ist eigentlich Violistin gewesen. Sie hat in den DEFA-Sinfonieorchester gespielt bis zum Jahr 2000. Sie hat in den Brandenburger Sinfonieorchester als Violinistin gespielt und das ist ja 2000 aufgelöst worden. Und sie hat aber schon immer gemalt, hat aber 2000 sich komplett auf die Malerei konzentriert. Das hat sie gesagt, auch war ihr Riesenglück. Vielleicht war das in der Tat, vielleicht war das gar nicht so. Sie hat selber von sich gesagt, sie hat Glück gehabt, dass sie schon immer sehr gerne gemalt hat und sehr gut malen kann. Und ja. Sehr professionell und jetzt die Zeit dafür hatten, sich darauf zu stellen. Ja, sie hat leider sehr viele Kollegen gehabt, die echt im Loch gefallen sind. Das war eine ganz schlimme Zeit, hat sie gesagt. Sie hat sehr viele aus dem Orchester Kollegen gehabt, die echt das schwer hatten. Also psychisch wirklich extrem gelitten haben. Und das sieht man vielleicht auch ein bisschen in ihren diffusen, zarten Farben. Wunderbare Stimmungsbilder hat sie gehabt. Und das ist auch sehr musikalisch. Aber ich mag sie als Person, ist sie sehr, sehr angenehm. Ich konnte sie wirklich, das Glück hatte ich jetzt seit... Die Eröffnung war jetzt vor zwei Tagen, am 13. Tagen. August. Okay, also die Ausstellung vielleicht ist sie da auch noch, wenn wir... Bis Anfang September. Mhm. Sie ist selber bei der Ausstellung immer meist vor allem. Also man kann einfach bei Galerie Kunstkontra gucken, da findet man Termine, wo sie selber vor Ort bei der Ausstellung ist. Aber sie ist eine sehr angenehme Person. Ich habe Glück gehabt, sie über Jahre kennenlernen zu dürfen oder begleiten zu dürfen als Künstlerin und sie ist toll. Dann lerne ich sie auch kennen. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Wir sollten da hingehen, gerade weil... sie hat wunderschöne Bilder und sie hatte vor allem auch regionale Bilder. Sie hat wirklich Bilder von der Havel, von der Landschaft im Umkreis und eigentlich für jeden was dabei. Und wir werden hingehen einfach. Wir gehen hin. Und sollten auch, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Was haben wir denn noch mehr? So, Lasse, wollen wir uns noch ein bisschen Wein nachschenken? Oh ja, danke. Ich danke dir. Ja, Galerie Schindler hat noch eine schöne Ausstellung. Galerie Schindler ist ja jetzt, sie ist jetzt Galerie Schindler und es war ja Galerie Sprungbrett. Die zwei Damen, die haben... Das ist aber schon verändert zu sehen am Fenster. Richtig, du findest noch alles über den alten Galerie Sprungbrett-Namen, aber die zwei Damen haben sich getrennt. Das ist jetzt nur die Frau Schindler, die Galerie macht. Deswegen heißt es auch Galerie Schindler. Okay, das ist aber, doch wunderbar. Die hat aber eine tolle Ausstellung. Die hat uns zwar von der... Birgit Borg-Grebe. Genau, Grebe. Das ist eine Potsdamer Berlinerin. Potsdam lebt sie, Berlin arbeitet sie. Und die Bettina Birgit Borg-Grebe macht wunderschöne Ölbilder. Sie hat Architektur studiert. Na, ich habe sie jetzt persönlich noch nicht gesehen. Ich habe sie aber trotzdem, die Bilder. Aber ich habe sie auf Fotos gesehen und ich finde... Es sind so Berglandschaften. Berglandschaften mit Objekten drin. Ich finde, dass sie ganz, ganz locker und leicht und mit verschiedenen Malinstrumenten umgehen kann. Und das,
wunderschöne Effekte. Sie hat viel mit Effekten. Mit Nein, sie hat Körper drin, sie hat architektonische Sachen drin. Sie hat, sie malt ja auf dem Boden die Sachen. Mhm. Also die Leinwand nicht so klassisch auf der Staffelei, sondern wirklich auf dem Boden. Naja, nicht nur auf dem Boden, sie bewegt sie auch. Sehr hell und luftig, finde ich die Sachen. Ich finde, dass sie sehr viel unterwegs ist. Sie ist ja im BVBK, also Berufsverband Berlin-Brandenburger Künstler, ist sie drin. Sie ist im VBK, Verband Berliner Künstler, ist ja der älteste Künstlerverband sozusagen von Deutschland, der VBK, Verband Berliner Künstler. Da waren wir doch. Ja klar, da waren wir bei der Ausstellung, der Verbandsausstellung. Das kann, ja. Und das ist wahrscheinlich die Verbindung Berlin-Potsdam. Dass sie so einen Austausch haben? Oder? Die Werke lohnen sich. Es lohnt sich wirklich, in die Galerie zu gehen. Das sind auch große Werke. Das ist auch also mir persönlich top. Kann ich mir nicht mehr sagen. Also okay. Die ist ansonsten, jetzt, die ist aktuell, die war jetzt vor kurzem und die geht jetzt bis Anfang September. Die war genau da, die Eröffnung, als wir wiederkommen sind. Wo wir unterwegs waren. Wo wir auf der Autobahn waren und gesagt haben, jetzt geht es zurück nach von Hamburg und Rotterdam, war es dann vorbei. Mhm. Genau, haben wir nicht mehr geschafft. Noch eine Ausstellung, es ist ja momentan nicht viel, alle alten Ausstellungen, die wir letzten Monate gesagt haben, die laufen ja teilweise noch, weiß ich, Potsdam Museum läuft. Wie zum Beispiel auch Villa Schöningen. Villa Schöning ist noch die gleiche Heimweh-Ausstellung, dann ist die Galerie Sperl ist noch die gleiche Ausstellung, alles. Die sind alle noch gleich. Aber neu ist Pomona-Tempel auf dem Pfingstberg. Da ist sozusagen mit Wachsmalerei eine Künstlerin, aber das ist die da ausstellt. Da ist nicht diese klassische Wachsmalerei, wie man denkt, hier mit Encaustic oder so, sondern die haben, hat eine Paraffin-Untergrund. Die behandelt ihre Werke mit Paraffin unten und malt auch direkt auf dieses Paraffin herauf. Dadurch, also, Vorteil ist bei solchen Sachen, du kriegst halt eine Dreidimensionalität. Du hast Paraffin als Untergrund, malst drauf, bringst wieder Paraffin auf, malst weiter und dadurch kriegst du eine Stärke. Ansonsten sind es realistische Malereien. Okay, aber das ist ein bisschen dicker dann auch aufgetragen. Genau, oder? Das genau. Paraffin, das wie man so, so ist dick aufgetragen. Ja, und dick aufgetragen. Genau. Ja, ich bin gespannt. Und das Heike Jeschonik, die da ausstellt. Okay. Ich habe die auch schon nicht gesehen, aber der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, Heike Jeschonik ist eine Potsdamer. Wenn wir einen Spaziergang machen, werden wir das kennenlernen. Ja, genau, genau. Laufen. Ansonsten fand ich ganz toll, wir waren ja in Köln gewesen, bei diesem Thema, wo es um die Geschichte des Produktdesigns ging. Genau. Und das war eigentlich eine sehr harte Diskussion oder eine sehr harte Projektsache, weil es tauchen immer mehr Design auf. Produktdesign Potsdam ist ja Universität Produktdesign. Und da wurde, gesagt, Designer sind schuld am Untergang der Erde, an der Müll. Durch Produktdesign entsteht extrem viel Industriemüll und die sind Umweltzerstörer. Produktdesign gleich Umweltzerstörung. Design an sich ist nicht zerstörend, aber um dann... Doch, dadurch ist Zerstörung. Ja, aber um es dann umzusetzen und dann in Massaprodukten... Naja, das ist gleichbedeutend wie diese Obsoleszenzgeschichte, dass halt in Produkten Sachen eingearbeitet wurde, wo das defekt geht. Im Endeffekt geht es darum, früher waren die Produkte zweckmäßig, wurden einfach gebaut und du hast sie benutzt. Irgendwas, Toaster, Kühlschrank und so weiter. Dann kamen Designer, Produktdesigner, haben die verkleidet das erste Mal. Vorher waren die ja nicht verkleidet. Die wurden einfach verkleidet, um halt den Leuten eine Anregung zu geben, das zu kaufen. Und jetzt, und dadurch wurde ein System in Gang gesetzt, dass jede Generation von neuen Produktdesignern, jede Generation von Designern versucht, sozusagen der Gesellschaft zu sagen, du musst dieses Produkt neu kaufen, weil jetzt ist das Design up to date. Das ist, bist du jetzt. Genau, aber du das ist eine pure dadurch, Manipulation natürlich. Richtig, du richtig. Musst es, und dadurch ist halt ein Prozess in Gang gesetzt worden, einer Massenkonsum. Natürlich. Und wie dreht man das jetzt wieder zurück? Und eines Massen, darum ging es ja. Wie dreht man das zurück? Und eines Massenauswurfs von Produkten, die einfach die Welt zumüllen. Nein, die keiner braucht. Die keiner braucht. Und da, bei diesem Thema, ging Designer bewusst diesen Schritt zurück und haben gesagt, nein, wir entwickeln dafür kein neues Design, sondern wir denken darüber nach, was machen wir hier eigentlich und wie kann ich sozusagen Design benutzen, dass es einfach... Bewusst anwenden. Und nicht nur einfach sagen, ich bin jetzt Designer, ich will der Firma... Genau. Also sie verkaufen sich nicht mehr der Firma, die sagen, wir wollen der Firma keine Marke mehr entwickeln, der wollen der Firma jetzt kein neues Design entwickeln, sondern gehen bewusst mit dieser Firma in Disput, um zu überlegen, wie bekomme ich ein langfristiges Design, um diesen Massenauswurf von Produkten einfach zu stoppen.
Kijk, und da geht es ja jetzt drum. Wie kriegt man richtig. Das? Es explodiert ja immer. Nein, sonst geht es immer weiter. Sonst ist die Spirale ins Unendliche. Aber zurück zur Ausstellung. Wir haben, ja. Da geht es auch der Rückschau auf Kunstraum Potsdam oder Kunstverein Kunstraum Potsdam im Ulanenweg Nummer 9 haben wir 25 Jahre Projektraum Panzerhalle. Panzerhalle okay, ist ja dieser Projektraum von 1995, draußen in Großklinike, wo Künstler 1000 Quadratmeter dieser alten Panzerhalle. Aber sind Sie, wie viele Künstler, ist das nicht geschlossen schon? Nee, nee, das ist jetzt das mittlerweile ist das, ein AG-Haus, ein festes, gehört der Stadt, die zahlen an der Stadt Miete. Okay. Nicht wenig, wie überall hier in der Stadt, ist ja das kulturelle Trockenwohnen. Die haben damals angefangen mit diesem kulturellen Trockenwohnen, 1995, also vor 25 Jahren, haben diese Panzerhallen besetzt. Es waren damals von der NVA die Reparaturenhallen für Panzer. Und die waren ja dann einfach leer. Genau, und das war ein geheimer Ort damals. Mhm. Und da hieß Waldsiedlung, so haben sie es genannt. Damals, ja, um einfach das geheim zu halten. Die heißt immer noch so. Da haben sie wird jetzt gerade außenrum gebaut, riesige Villenanlagen, die heißt immer noch Waldfrieden. Hat Waldsiedlung. Auch jemand designt? Naja, es sind ganz hässliche, stumme Villen. Egal, die werden eingefropft vom Geld momentan außenrum. Also, sieht nicht schön aus, nee. Aber diese Klinkersachen sind noch vorhanden. Und die sind jetzt in der Mitte der Stadt. Man kann sozusagen die 25 Jahre, das sind Kunstwerke, die in den 25 Jahren in diesem Projektraum vor euch ausgestellt wurden. Also sag mal, seit 95 bis jetzt, so eine Versammlung haben Sie jetzt gemacht? Ich glaube, es läuft über 2-3 Ausstellungen. Jetzt haben wir sozusagen 25 Jahre Projektraum Panzerhalle Teil 1. Mhm. Irgendwann wird Teil 2 kommen, die geht jetzt auch bis Anfang September, die Ausstellung. Lohnt sich. Also wirklich toll und vor allen Dingen, man kann da die Künstler kennenlernen und kann vor allem mit... sehen, was hat sich so entwickelt, womit haben die sich beschäftigt. In der Tat, wenn es so ein geheimer Ort gewesen ist. Ein rosa Pappmaché-Panzer war zum Anfang das ausgestellt. Und man kann wirklich eintauchen und man kann vor allen Dingen die Künstler wertschätzen und auch die mal raus in die ATs besuchen in der Panzerhalle jetzt. In Großdienst. Also man kann hier also in Sie Zentrum wollen eigentlich angucken. Ein bisschen, dass man in Verbindung, dass man da auch mal, weil das ist ja schon ein bisschen abgelegen. Ja, du fährst eine ganze Weile. Du denkst, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht, ob es überhaupt zu Potsdam gehört. Okay. Also wenn man da ist, hört man, oh, gehört zu Potsdam und denkst, Mensch, wie weit ist denn Potsdam entfernt? Weil das sind alle Stadtgebiete, die noch entwickelt werden, aber bis dahin geht Potsdam. Also es ist gut, dass Sie Ihre Kunst dann mal hier ausstellen im Zentrum, ne? Momentan auch, ist es oder? So. Es ist gut, dass der Kunstverein Kunstraum Potsdam das präsentiert hat und da ist. Genau, schön. Und wenn das über 25 Jahre geht, dann ist es natürlich auch ein Spektrum. Ist lange Zeit. Da siehst du mal, wie schnell Zeit vergeht. So. Das ist echt schlimm. Schlimm und schön. Und trotzdem noch still in Potsdam. Seit 25 still. Jahren. Letztens war noch ein Fuchs hier, aber heute habe ich überhaupt. Das war der Barberini-Fuchs. Der ist direkt da langgeschlossen beim Barberini. Aber heute kommt gar niemand. Heute ist gar keiner. Es ist wunderbar. Es ist wunderbares Wetter. Ist und wir warm. Kommen aus. Wir kommen, Rotterdam war ja auch. Wir kommen ja aus Großstädten, Weltstädte, so viel, Hamburg. So viel, also ja, vor allem bei Rotterdam ist ja das Interessante. Ja. Die lassen sich ja. Hast du dieses Projekt? Das ist urbane Stadt. Das waren Grünprojekte, Grünflächen, wo stand halt, so willst du wissen, wie unsere Stadt später mal aussieht? Und die lassen einfach sowas zu. Genau, also. Da wäre hier zu. Aber mit die Stadt Sachen. Wird ganz anders benutzt. Also da ist natürlich doch. Ich denke, aber so haben wir die Stadt für uns alleine. Das finde ich auch schön. Wir das können hier immer ein Diner machen. Wir können du kannst machen, was du willst. Nee. Und hier ist kein Mensch. Nee. Prost. Prost. Willkommen zurück. Willkommen back, wollte ich gerade sagen.